Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer anderen Sendung. Warum? Weil ich immer noch kein Studio habe. Wir sind gerade am Umzug und heute mein Thema: Mach es wie LinkedIn. Ist es so, meine Damen und Herren, dass LinkedIn in den letzten Jahren für SEO sehr, sehr viel Power eingegeben hat. Und darüber wollen wir sprechen. Warum haben die das gemacht? Ein Beispiel. Eine Person, also ich zum Beispiel, gehe auf die Suchmaschine und trage einen Namen, zum Beispiel Person XYZ oder Firma XYZ ein. Und was daran passiert, ist einfach nur Magic. Es kommt definitiv ein URL von LinkedIn. Warum das so ist, ist ganz einfach, dass LinkedIn eben auf die Suchmaschinenoptimierung sehr viel Energie eingesetzt hat. Wir nicht auslesen können, weil das ist komplett strukturiert und die strukturierten Daten können wir irgendwie nicht auslesen. Noch nicht. Wenn ich den Trick weiß, würde ich das gerne selber benutzen. Aber es ist ja auch nicht so schwer. Strukturierte Daten sind öffentlich und die kann man auch auf der eigenen Webseite verwenden. Also kommen wir zu diesem Beispiel zurück. Ich habe eben jetzt einen Link gesehen von LinkedIn und habe darauf geklickt. Und wenn ich nicht angemeldet bin, dann würde ich mich bei LinkedIn anmelden, weil diese Person oder diese Firma eben bei LinkedIn ist. Und da kommt Trust raus. Und wenn du Trust hast, beziehungsweise wenn du glaubst, dass das was in Ordnung ist, dann wirst du dich auch da anmelden. Und das ist auch das Tor, was LinkedIn möchte. LinkedIn möchte ja die Community komplett in seinem eigenen Plattform größer und größer machen. Warum? Weil er eben einen wirtschaftlichen Hintergrund hat. Als Unternehmen, ich wiederhole, LinkedIn ist ein Unternehmen. Unternehmen denken meistens wirtschaftlich. Durch bezahlte Version, durch Advertising, was auch immer, möchte LinkedIn damit natürlich Profit haben. Und das ist wieder das, was ich euch sagen möchte, dass ihr genauso wie LinkedIn macht. Beispiel, ich sehe in meinem Newsfeed sehr viele Videointerviews oder Bilder oder Texte, was auch immer. Da sind dann manchmal so virale Kommentare. Diese Kommentare und diesen Post einfach auf die Webseite zu spiegeln, ist ganz einfach, weil das ganze Content ist schon fertig. Einfach kopieren und auf die Webseite tun. Warum? Dein Newsfeed wird 36 Stunden, 42 Stunden, was auch immer, aktuell bei LinkedIn sein. Dann ist es verloren. Die Arbeit ist weg. Aber wenn du das auf deiner Webseite spiegelst, dann kann es nämlich sein, wie weit dein SEO auf deiner Webseite ist, kannst du dann nach ein paar Wochen sogar Früchte tragen. Das ist mein Tipp, was ich euch sagen möchte. Also, wenn du siehst, dass ein Content von dir viral geht, dann kopiere es auf deine Webseite. Egal wie. Hauptsache, du hast was gefüllt. Nimm auch die Kommentare mit und guck, dass du in deinem Content so viel wie möglich Typografie hast, also Schrift, Text. Manche werden jetzt sagen, hey, das ist ja Doppelcontent. Ja, hallo, es ist Doppelcontent. Es sind nur zwei Links bei 1 Million Webseiten und deswegen ist es nicht so schlimm, dass das Doppelcontent. Noch ein Plus-Tipp von meiner Seite aus, aber macht einen Artikel drauf, weil dieser Artikel wird definitiv auch noch Früchte tragen. Das ist mein Giveaway für euch. Versucht das zu machen. Ich bin jetzt nicht unterwegs in Marketing wie SEO, aber wir sind Entwickler und wir wissen, wo der Hase läuft. Oder beziehungsweise der Fuchs.
wo der Fuchs läuft, meine Damen und Herren. Und wünsche Ihnen in diesem Sinne einen schönen Tag. Bis bald, vielleicht nächstes Mal bei unserem neuen Studio. Tschüss. The tip of the